Einen wunderschönen guten Morgen zu diesem kleinen Tutorial, das dir zeigen soll, was überhaupt möglich ist, damit du wirklich weißt, was dich erwartet. Mein Name ist Eugen Rosenmeier, ich habe dir diese E-Mail geschickt, bin mittlerweile 31 Jahre jung, glücklich verheiratet, komme aus Dieburg bei Darmstadt und bin in diesem Network Marketing und Internet Marketing Geschäft, trotz meiner 31 bereits seit 15 Jahren. Ich habe mit 16 angefangen, hatte bereits mehrere Firmen im Network, im Immobilienbereich etc. pp. Das sage ich nicht, damit du weißt, wie toll ich bin. Guter Freund hat mal gesagt, Eugen, Titel sind wie Hämorrhoiden, irgendwann hat sie jeder Arsch. Deswegen sei einfach mal gespannt auf das, was ich dir jetzt zeige. Wir sind jetzt beispielsweise hier in einem Berufsnetzwerk, das heißt LinkedIn, womöglich hast du dort auch einen Account. LinkedIn ist ein kluges Netzwerk, denn es schlägt dir hier vor, mit wem du dich denn noch vernetzen könntest. Deswegen gehe ich mal hier oben auf den Punkt. Und hier oben wirst du dann eins sehen, nämlich Vorschläge mit Partnern, mit denen du dich vernetzen kannst. Diese Partner sind ausgewählt. Wie? Nur ganz leicht. LinkedIn sieht, mit wem du bereits vernetzt bist. Und erstellt aufgrund dessen ein Spinnenprofil, ein Netzwerkprofil sowie einen Interessenaustausch. Das heißt, es durchsucht das Netzwerk. Du bist jetzt mit Partner A befreundet, mit wem ist Partner A auch noch befreundet, der dir vielleicht, der zu dir passen könnte, mit dem du dich unterhalten könntest. Es durchforstet die Interessen, die Eigenschaften, die du hier vorher in den Profilen angegeben hast, auch die der anderen, gleicht die ab und schafft so Synergien und Gemeinsamkeiten. Warum macht LinkedIn das? Es ist leicht. LinkedIn will ja, wie jedes soziale Netzwerk, dass du so viel Zeit wie möglich in einem sozialen Netzwerk verbringst. Das bedeutet, je mehr Kontaktmöglichkeiten oder Kommunikationsmöglichkeiten die schaffen, umso häufiger ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass du Zeit im Netzwerk verbringst. Jetzt mache ich mal eins. Du siehst hier die ganze Zeit, ich bin am Blättern, Blättern, Blättern und hier sind überall so kleine Vernetzungsbutton. Jetzt könnte man natürlich eins machen. Entweder man klickt diese alle einzeln an, das machst du eine Woche und die nächsten 2 Wochen brauchst du Krankengymnastik, weil es deinen Finger einfach nicht mehr gut geht. Oder aber du machst es so wie ich und jetzt bitte ich dich ganz gezielt aufzupassen, was denn hier jetzt passiert und ich sag dir auch nachher, was du damit machen kannst. So, achte einfach mal auf die Zahlen. Das hier ist ein kleines geheimes Tool. Die Zahlen habe ich hier extra freigelassen. Nur damit du siehst, was passiert und wie viel Zeit du in Zukunft sparen kannst beim Kontakten von Personen. Ich werde dir logischerweise in meinen Kursen, in meinem Erfolgsprogramm der Uncle Sam Erfolgstransformation auch verraten, wie du dann tatsächlich damit umgehst und weitere automatische Prozesse startest. Du siehst also, ich schaffe jetzt hier etwas, was deutlich schneller geht als ja, bei den meisten. Wir beobachten das Ganze einfach mal ein bisschen. Gucken mal, wie weit er kommt. Das hängt alles mit deiner Vorbereitung zusammen. Ich hätte jetzt hier logischerweise auch rechts mit dem Browser, mit der Browser-Manövrierung auch noch etwas weiter runterziehen können. Habe ich aber jetzt nicht gemacht. Hoppla, kleinen Frosch im Hals. So. Ja, ist jetzt gleich ungefähr bei 700. Du siehst also 675. Das ist ja schon mal eine stattliche Zahl an Kontakten, mit denen du jetzt sprechen kannst. Soziale Netzwerke haben den Vorteil, dass sie halt sozial verbinden. Das heißt, ein soziales Netzwerk und die Kontakte in einem sozialen Netzwerk, und du weißt, wie du mit denen umgehst, werden dir immer mehr bringen als jegliche E-Mail-Liste dieser Welt. Eine E-Mail-Liste ist am Anfang immer sehr, sehr anonym. Die musst du erstmal über Beziehungsradien aufbauen. Das musst du hier auch, aber du hast einen riesen Vorsprung, denn die Leute sehen dein Profil, du siehst deren Profil, gucken, was du für Interessen hast. Das bedeutet, es erleichtert dir die Kommunikation, die zielgerechte Kommunikation, weil du halt ganz einfach mehr weißt und Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Deswegen nennt sich dieses Programm auch unter anderem Social Pentagon, weil wir auf 5 sozialen Netzwerken arbeiten. Facebook, Xing, LinkedIn, YouTube werden wir anbieten, sowie Skype oder Instagram. Das sind sogar 6. Gut, 795, jetzt mache ich dieses kleine Wunderding mal aus. Gehe hier wieder raus aus diesem Programm, aktualisiere also einfach mal den Browser. Und das war's. Das kannst du wirklich jeden Tag machen. Du kannst hier wirklich pro Woche oder pro Monat bis hier auf 30.000 bis 50.000 Kontakten. Das ist kein Witz. Okay? Ich hoffe, du konntest dir einen besseren Blick davon verschaffen und ich konnte dir ein bisschen Hoffnung machen in das, was kommt. Also, lies diese E-Mail jetzt weiter und hör genau zu, was ich dir zu sagen habe, was wir dir zu sagen haben.